Seid ihr grüßt, auch Kollegen. Ich habe ja schon vor ein paar Tagen mal ein Fatalis Forming Set auf Englisch hochgeladen, was sehr, sehr gut angekommen ist. Hat schon über 15.000 Aufrufe am ersten Tag gekriegt. Jetzt hat es sogar schon fast 20.000 Aufrufe nach 3 Tagen. Und da muss man sagen, ist echt sehr, sehr gefragt. Viele beschäftigen sich damit stellenweise, wie man Solo und Fatalis machen kann, weil Randoms natürlich keinen Lebenspuffer kennen. Das E-Tame existiert nicht. Ansonsten sind Randoms eigentlich ziemlich gut, aber das ist eine Makel, den ich so ein bisschen empfinde. Und jetzt werde ich auf jeden Fall mal ein Video auf Deutsch machen, da das sehr, sehr gefragt ist. Fatalis grinden, welches Equipment und so weiter und so fort. Das erste habe ich euch schon mal gezeigt, was als allererstes verwendet ist 2 Teile Goldradian, 3 Teile Alatrion, dann auch schön auf Elementarwiderstand essen, seid ihr schön resistent gegen Feuer und habt einen hohen Drachenangriff mit der Alatrion-Wurfaxt. Wenn ihr schon 2-3 Mal oder einmal ein Fatalis gemacht habt und schon bitte euch was zusammenkratzen könnt, dann würde ich empfehlen, lass mich mal kurz überlegen, 2 Teile Kulf und 2 Teile Fatalis zu machen, damit ihr erstmal die Set-Skills freischaltet und mit dem göttlichen Segen 5 und Werkzeug Spezialist 5 reinrennen könnt. Wenn ihr jetzt wie ich schon einen Fatalis mehrmals gemacht habt, aber euch noch so andere Waffen und so erfarmen wollt oder den auch solo ein bisschen grinden wollt, dann werde ich euch jetzt mal zeigen, welche Skills ihr am besten dazu verwendet. Ich tue am Anfang erstmal einfach meine Skills vorlesen, die ich habe. Erbe. Mit Erbe tut er halt den Cap der Fähigkeitbegrenzung auflösen, was halt ziemlich cool ist für den Bild, wenn ihr Werkzeug Spezialist 5 und Göttlicher Segen 5 zum Beispiel haben möchtet. Fatalis Legende Stufe 4 heißt Erhabenheit, das heißt, ihr erspart euch dadurch einen Health Boost. Nicht nur das, ihr kriegt sogar 100 dazu und nochmal 100 Ausdauer dazu, was einfach mal absolut OP ist. Und bei vielen Morph-Axets kann man auch einfach 5 Teile Fatalis. Auf diesem Set habe ich jetzt bloß die Eskatura Armor, weil ich es euch später noch erklären möchte. Wie gesagt, wir haben wird gleich 4 Skills, die komplett max out sind. Aufhetzer 7, Göttlicher Segen 5. Dadurch habt ihr 60% weniger Schaden, kriegt ihr, was man dazu sagen muss, bei Fatalis irgendwie, es macht keinen Unterschied, ob ihr 1000 oder 1400 Verteidigung habt, es macht absolut keinen Unterschied. Und wie gesagt, ihr braucht schon einen mächtigeren Skill und der ist ja Göttlicher Segen 5, der ist richtig krank. Aufhetzer 7 ist auch sehr, sehr wichtig, da wir sehr viel Affinität brauchen, wenn wir jetzt die Fatalis Morph-Axt haben, welche sehr, sehr wenig Affinität hat. Höchstmacht Stufe 5 habe ich zum Glück, bevor ich das Video hochladen wollte, nochmal von den Kollegen einen Tipp gekriegt. Höchstmacht 5, könnt auch mal meinen Run sehen, tut richtig genial triggern bei Morph-Axt. Ihr könnt, wenn ihr wollt, noch Sprintsaft dazu nehmen. Und wenn ihr die ZSD macht und der holt gerade aus, lädt die Ausdauer auf und ihr könnt richtig krank euren Spam raushalten und habt die ganze Zeit die 100%ige Affinität getriggert. Deswegen, und wie gesagt, Höchstmacht ist ein Skill, der funktioniert nur auf Stufe 5. Alle anderen Level ist ein Quatsch. Also wenn ihr sagt, ich komme nur auf Stufe 3 oder 4, Blödsinn, lasst den Skill bleiben und ihr braucht echt den letzten Skill, denn ihr, wie gesagt, sonst habt ihr ja diese scheiß Time Limits, euer Ausdauerbalken muss so und so viele Sekunden voll sein und wie gesagt, sobald bei Höchstmacht ihr vollen Ausdauerbalken erreicht habt, wird sofort die Affinität getriggert von 40%. Werkzeugspezialist 5 ist mit Göttlicher Segen, das sind die 2 wichtigsten Fähigkeiten überhaupt, um einen Fatalis zu grinden. Das heißt, ihr könnt immer richtig heftig die ZSD spammen und auch eure Mäntel immer hin und her wechseln, was richtig genial ist. Dazu habe ich mit Werkzeugspezialisten mal einen kleinen Tipp, müsst ihr dann nochmal hellhörig werden. Angriffsboost Stufe 4, kriegen wir noch ein bisschen Affinität obendrauf. Kritischer Blick Stufe 4, es reicht vielleicht auch Stufe 3. Ist so ein bisschen eine Gefühlssache, aber ich würde sagen, kritischer Blick 4 ist ganz safe. Betäubungswiderstand 3 haben wir vom Drachenhauptbeta. Feuerwiderstand ist sehr, sehr wichtig. Es gibt einen Nachteil an den Skill, mit diesem Feuerwiderstand kriegen wir nur 19er Feuerwiderstand und das heißt, wir müssen dann beim Gericht noch was beachten. Ich werde euch aber das Essen noch später erklären, dass ihr euren Feuerwiderstand auf mindestens 20 bekommt. Kritischer Boost 3 und Schwächevorteil 3, denke ich, sollte für jeden Veteran oder für jeden normalen Spieler, eigentlich muss man dazu gehen, Veteran sein, klar sein. Ne? Ist eigentlich obviously, genauso wie Kraftverlängerung 3 gehört einfach auf jeden Morph-Axt-Set drauf und es steht da außer Frage. Genauso wie Ohrstöpsel 1. Ich weiß nicht ganz, ob man Ohrstöpsel 1 bei Fatalis zwingend braucht, aber ich habe es einfach drauf, weil es einfach sehr, sehr komfortabel. Ihr werdet nicht während einer ZSD unterbrochen. Kräftigen ist ja natürlich absoluter Must-Have-Skill. Das heißt, ihr werdet stärker, wenn er stirbt. Und Schleuderkapazität 1 finde ich auch sehr, sehr wichtig für dieses Set. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade nicht diesen Klammer-Clown-Boost-Skill drauf habt, würde ich Schleuderkapazität nehmen, dass ihr Fatalis einfacher wallbangen könnt. Allerdings müsst ihr beachten, dass ihr auf alle 4 Füße stehen muss und nicht auf 2, weil sonst macht ihr nur extrem geringen Schaden. Ich glaube nur 200 oder so. Mit einer ZSD haut ihr ja schon über 1200 Damage raus.
Wie gesagt, die ganzen Angriffswerte und so sind jetzt nicht getriggert. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es ist, wenn Agitator und so getriggert ist, wie stark da eure Axt ist. Aber ihr seht ja zum Beispiel, haben wir jetzt 1500 irgendwas im Schwertmodus. Ne? Und ja, seht auf jeden Fall, was cool ist bei der Morph-Axt, das Auge ist jetzt geschlossen. Und wenn ich die Axt raushol, ist das Auge geöffnet. Was ich halt bei der Morph-Axt, die sieht einfach richtig episch aus. Jetzt werde ich euch auch schon mal ganz kurz die Dekorationen zeigen, die ihr dazu haben müsst. Ich habe euch ja halt die ganzen Skills erklärt. Auch nochmal ganz kurz dazu bei meiner Morph-Axt. Ich habe die echte Fatalis Endomorph-Axt mit einer Kraftviole. Augmentiert habe ich auf Gesundheitsregeneration und Angriffserhöhung. Ihr könnt aber, wenn ihr noch ein bisschen Probleme habt, auch zweimal auf Gesundheitsregeneration und einmal auf Elementangriff augmentieren. Noch was irgendwie. Hier sind eure Skills und links habt ihr die ganzen Dekos. Ich werde jetzt einfach mal kurz das so stehen lassen. Ihr könnt euch ein Bild abfotografieren, was auch immer machen und dann dieses Bild nachcraften. Was halt sehr, sehr wichtig ist, ist Feuerwiderstand, ne, auf die Mäntel. Nochmal kurz dazu gesagt, die Mäntel würde ich jetzt nur verwenden, wenn sie gerade aktiv sind und also wenn ihr Ballisten und sowas verwenden wollt, halt nur wenn gerade Lebensrettermantel aktiv ist, weil erst beim solche kranken Feuerbälle und ihr seid sofort One-Hit. Deswegen Ballisten und alles nur mit Lebensrettermantel. Genauso wie Drachenpiercer und alles, das ist absolut Nonsens, wenn ihr das sonst ohne Lebensrettermantel macht. Okay, wie gesagt, wir haben eine Feuerabwehr von 19. Das heißt, wir brennen immer noch. Deswegen müsst ihr jetzt unbedingt was beim Gericht beachten. Das sind ganz wichtige Skills zu triggern. Ich gehe jetzt mal ganz kurz auf mit einem Gutschein bezahlen. Ihr braucht keinen Gourmet-Gutschein, denn wir haben ja 4 Teile Fatalis. Wir dürfen jetzt ja einen Gutschein benutzen. Aber ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob ich die Zutaten angucken kann. Wir essen ein ZSD-Gericht. Ich zeige euch jetzt mal die Zutaten, was ihr brauchen. Ihr braucht Großhornschlückchen, Glücksbier, Pestwurzbier, Honigwein mit Schuss, Goldblüte und Königstrüffel. Jetzt zeige ich euch mal die Essensfähigkeiten. Wir haben Feline Schneider. Heißt, eure Ablenkzeit der Werkzeuge, Spezialwerkzeuge, wird nochmal verkürzt, noch weiter, was richtig genial ist. Und ich fresse jetzt einfach mal das Gericht, glaube ich. Und wie gesagt, nee, brauche ich nicht. Denn hier steht Elementarwiderstand hoch, dann kommt ja auf 24er Feuerwiderstand und tut dadurch sozusagen kein Feuerschaden einstecken. Genau, das war erstmal so das Wichtigste, was ich so zu sagen habe. Den Run lade ich nochmal später hoch, falls irgendjemand wie Fragen hat oder sowas. Und das wäre erstmal eigentlich so das Wichtigste, was jetzt. Also ihr müsst die Zutaten vom Gericht beachten. Was noch dazu sagen ist, nachdem ihr das erste Mal gefeindet habt oder wenn 10 Minuten vorbei sind, geht ihr nochmal in der Kantine und esst das Straßengericht. Denn dann habt ihr für die Absicherung hier. Und können noch ein zusätzliches Mal sterben, was extrem nice ist. Alles klar, Skills und so habe ich alles erklärt, auch Set-Bonus-Fähigkeiten. Könnt ihr euch jetzt nochmal einen Run angucken. Bis dahin, gute Jagd.